Pi ist ein griechischer Buchstabe, der in der Mathematik für eine Zahl steht, die das Verhältnis zwischen Durchmesser und Umfang bzw. zwischen Radius und Flächeninhalt eines Kreises beschreibt. Pi ist eine unendliche Zahl, von der bisher die ersten 22,4 Billionen Stellen ausgerechnet wurden. In der Schule benutzt man jedoch meistens nur die ersten zwei Nachkommastellen, 3,14. Will man nun den Umfang eines Kreises berechnen, benötigt man dafür den Durchmesser und multipliziert diesen mal Pi. Gehen wir nun davon aus, dass der Durchmesser 10 beträgt. Pi mal 10 ergibt 31,4 cm Umfang. Will man nun den Flächeninhalt eines Kreises berechnen, benötigt man dafür den Radius. Diesen misst man vom Mittelpunkt des Kreises bis zum äußeren Rand. Der Radius beträgt genau die Hälfte vom Durchmesser, also 5 cm. Pi mal 5 hoch 2 ergibt also 78,5 Quadratzentimeter Flächeninhalt. Schon die Ägypter haben 2000 vor Christus einen Näherungswert für Pi gefunden. Mit 3,16 lag dieser nur weniger als 1% neben dem heute als richtig geltenden Ergebnis. Der griechische Mathematiker Archimedes hat ca. 250 vor Christus einen Näherungswert für Pi gefunden. Archimedes nahm einen Kreis und legte innen und außen herum jeweils ein 96-Eck, hier vereinfacht als Sechseck dargestellt. Archimedes konnte den Umfang von diesen vier Ecken messen, da diese aus Geraden bestehen. Er teilte die Umfänge der 96-Ecke durch den Durchmesser des Kreises. Somit konnte Archimedes Pi auf zwei Nachkommastellen genau eingrenzen. Seit Archimedes wurden immer mehr Nachkommastellen errechnet. Seit dem Computerzeitalter wuchs die Anzahl der Nachkommastellen rasant. Bei einer Rechenoperation, die ein halbes Jahr dauerte, wurden 22,4 Billionen Nachkommastellen errechnet. Das ist bis heute Rekord.